Hallo zusammen. Wir schauen uns nun eine sehr interessante Sache an, die mit dem goldenen Schnitt zu tun hat. Und zwar der goldene Schnitt, also dieses Verhältnis. Ja, das kann man ja ausdrücken als Lösung dieser Polynomgleichung phi Quadrat minus phi minus 1 gleich 0. Und wenn man jetzt hier durch phi teilt, dann haben wir phi minus 1 minus 1 durch phi gleich 0. Und der goldene Schnitt, ja, ist dann 1 plus Wurzel aus 5 durch 2. So, und wir schauen jetzt ja, zwei ziemlich coole Aussagen an. Und zwar, der goldene Schnitt Phi, das ist die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch Phi hoch k. Das heißt, das hier konvergiert gegen den goldenen Schnitt. Das heißt, wir können den goldenen Schnitt als eine Reihe darstellen, wo Phi da auftaucht. So, das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist, eine Potenz von Phi, also Phi hoch 2 hoch 3 hoch n, ist auch eine Summe. Also wir haben eine Formel dafür, das ist eine Summe k gleich 0 bis n. Hier haben wir den Binomialkoeffizienten n über k mal 1 durch Phi hoch k. Ja, und das sind ziemlich coole Sachen, also zwei coole Aussagen, die wir jetzt beweisen wollen. So, die Teilaufgabe A, das ist vielleicht etwas, also wenn man jetzt sich die rechte Seite anschaut, ja, das sieht vielleicht nach etwas aus, was man kennt, und zwar ist es die geometrische Reihe. Warum? Also, ich schreibe das vielleicht kurz auf als Wiederholung. Geometrische Reihe, wenn ein Q im Betrag kleiner 1 ist, dann konvergiert diese Reihe Q hoch K und zwar gegen Q 1 minus Q. Okay, das ist die geometrische Reihe. Kennt man aus der Analysis. So, und hier unser Q ist 1 durch Phi. Ja, ich meine 1 durch Phi. Phi ist größer als 1. Das heißt, 1 durch Phi ist auf jeden Fall im Betrag kleiner 1. Das heißt, daraus folgt aus der geometrischen Reihe, dass die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch phi hoch k. So, das ist, unser Q ist ja 1 durch phi. Das heißt, 1 durch phi durch 1 minus 1 durch Phi. So, und jetzt fassen wir das zusammen. Hier im Nenner bringen wir das auf einen Bruch. Das heißt, im Zähler lassen wir das so, 1 durch Phi. Wir erweitern das um Phi. Dann haben wir Phi minus 1 durch Phi. So, dieses Phi und dieses Phi kürze ich weg. Dann haben wir 1 durch Phi minus 1. So, 1 durch Phi minus 1, dieses Phi minus 1 ist ja 1 durch Phi. Ja? Phi minus 1 ist 1 durch Phi und 1 durch 1 durch Phi ist wieder Phi. Und das war hier zu zeigen. Wunderbar. So, die B. So, wenn man sich die Aussage anschaut, das gilt für alle n, ja, riecht das vielleicht nach der vollständigen Induktion. Das habe ich jetzt nicht probiert. Sollte vielleicht funktionieren, vielleicht auch nicht. Wer das will, kann das probieren. Man kann das direkt straightforward beweisen. Und zwar, das Einzige, was man braucht, ist der binomische Leersatz. Daher kommt auch dieses n über k. Und um den binomischen Leersatz anzuwenden, braucht man irgendwie eine Summe hoch n. Und das basteln wir uns zusammen. Und zwar, indem wir mit der 1 anfangen. So, 1 ist 1 durch n. So, aber 1 ist phi Quadrat durch phi Quadrat. Das Ganze hoch n.
So, aber Phi Quadrat ist Phi plus 1 nach dem hier. Das heißt, das ist, schreiben wir im Zähler hin. Phi Quadrat ist Phi plus 1 durch Phi Quadrat hoch n. So, da splitten wir jetzt auf. Das ist Phi durch Phi Quadrat, das ist 1 durch Phi. Und hier 1 durch Phi Quadrat hoch n. So, und jetzt kommt der binomische Leersatz, aber wir wollen das als die erste Zahl haben. Das heißt, schreiben wir das so auf. Das ist 1 durch Phi Quadrat plus 1 durch Phi hoch n. So, jetzt kommt der binomische Leersatz. Binomischer Leersatz. So, was ist das jetzt? So, das ist die Summe k gleich 0 bis n, n über k. So, jetzt 1 durch. Also das hoch n minus k, das heißt Phi hoch 2 hoch n minus k mal das hoch k. Das heißt Phi hoch k. So, das bedeutet, was ist das jetzt? So, das ist jetzt Phi hoch 2 mal n minus k. Das heißt 2n minus 2k. So, 2n minus 2k plus k macht 2n minus k. Das heißt, das ist 1 durch Phi hoch 2n minus k. So, jetzt muss man sich diese Summe hier mal ein bisschen genauer anschauen. So, und das machen wir jetzt hier und das nenne ich jetzt mal Stern. So, wenn jetzt k gleich 0 ist, wenn k gleich 0 ist, okay, dann haben wir hier n über 0. Und was steht hier? Also hier steht dann n über 0. Und hier haben wir dann 1 durch Phi hoch 2n. So, jetzt für k gleich 1 haben wir n über 1 mal 1 durch Phi hoch 2n minus 1. So, ich schreibe das jetzt untereinander auf. Eigentlich ist es ja das mal das, das mal plus das mal das. Aber ich mache das, damit wir etwas sehen. Und zwar, ja, im Pascalschen Dreieck, also mit den Binomialkoeffizienten, gilt ja eine schöne Symmetrie. Das sehen wir jetzt auch. So, wenn wir das jetzt so weitermachen, bis n über n, dann haben wir hier 1 durch Phi hoch 2n minus n, was einfach n ist. So, und das ist ja gleich. Das mit dem vorherigen ist gleich und so weiter und so weiter. Das heißt, die Zahl, die vor 1 durch Phi n steht, ist dasselbe wie 1 durch Phi 2n. Und was wir jetzt machen ist, wir vertauschen es einfach. Also hier kann man sagen, man fängt hier an und zählt dann runter bis Phi hoch n. Und wir machen das jetzt andersrum. Ja? Also wir könnten ja hier, also das ist dasselbe, wenn hier Phi n steht. Und dann Phi n plus 1 und bis Phi 2n. Also wir gehen nicht runter, also nicht von 2n nach n runter, sondern von n hoch nach 2n. Und das ist wegen der Symmetrie hier, den Binomialkoeffizienten gegeben. Das ist dasselbe. Ja? Also hier ziehe ich jetzt runter, ziehe ich jetzt hoch. Also das, was im Nenner steht. Das heißt, das ist nach der Überlegung Stern.
Exakt dasselbe wie die Summe k gleich 0 n über k. So, wir starten nicht bei 2n und gehen runter, sondern wir starten bei n und gehen hoch. Ja, ist exakt dasselbe. So, und jetzt daraus folgt, wenn wir jetzt die Gleichung multiplizieren mit phi hoch n, hier steht einfach nur eine 1, dann steht hier phi hoch n. So, und wenn hier ein phi hoch n kommt, kürze ich es hier einmal weg. Und dann steht eigentlich genau das dran, was wir wollen. Genau, und das ist dann einfach k gleich 0 bis n, n über k, 1 durch phi hoch k. Und wer das mit der Induktion machen muss, machen will, der muss auf jeden Fall als Hinweis, denke ich, diese Relationen hier verwenden. Gut, also ziemlich coole Aussagen, die mit dem goldenen Schnitt und mit Reihen und Summen zu tun haben. Ja, ich hoffe, dass es euch hilft und euch weiterbringt. Und ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.